herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Auf der L151 hier im Bereich Segede-Herrischried an der Kreuzung, wo es nach Segede abgeht, hat sich ein schwerer Motorradunfall ereignet. So nach dem ersten Augenschein ist eine Gruppe Motorradfahrer unterwegs gewesen und einer davon ist hier von der Fahrbahn rechts abgekommen und in das Wegweiserschild reingefahren. Das ist dadurch auch verbogen. Aktuell sind die Rettungsmaßnahmen im Gange. Und im Hintergrund ist die Rega 2, die vorhin gelandet ist hier. Der Landeanflug habe ich jetzt nicht mitgekriegt, aber sicherlich der Start. In dem Sinn, Nachrichtenbeitrag folgt. Görwil-Segeden. Ein folgenschwerer Motorradunfall ereignete sich am Donnerstagabend, den 29. August 2019, gegen 18.30 Uhr auf der L151 kurz vor der Abzweigung Richtung Görwil-Segeden. Der 22-jährige Fahrer einer sportlichen Suzuki mit schweizerischem Kennzeichen befuhr die Landstraße von Todtmoos in Richtung Rickenbach. Kurz vor der Abzweigung zur L153 nach Segeden schlugen nach Kenntnissen von Schwarzwald TV Flammen aus dem Auspuff. In der Folge kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem großen Verkehrsschild, welches dadurch vom Fundament teilweise abgebrochen ist. Während der Fahrer unter dem Schild liegen blieb, fuhr das Motorrad unbemannt noch einige Meter rechts am Schild vorbei, bis es letztendlich in mehreren Teilen zerschellt in der Wiese zu Fall kam. Im Einsatz war der in Basel stationierte Rettungshubschrauber Rega 2 mit Einsatzkräften, die den Verunglückten versorgten und schwer verletzt in die Uniklinik Basel flogen. Das Motorrad, welches in mehrere Teile zerbrochen war, musste abgeschleppt werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Verkehrskommissariat Waldzuttingen hat den Unfall aufgenommen. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.